Schlund für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Gäste auf den Rängen. Wir sehen es schon fast Weihnachten, niemand mehr so richtig da. Aber gerade so kurz vor Weihnachten möchte ich es nicht versäumen, den ca. 2,6 Millionen Mitmenschen in Deutschland zu danken, die täglich, zum Teil bis zur Selbstaufgabe, ihre Angehörigen pflegen. Selbst in der stillen und heiligen Zeit ist oft keine Minute für sich selbst, um einfach ganz kurz loslassen zu können. Respekt, was sie für ihren Familien, ihren Nächsten und vor allem für unsere Gesellschaft mit Selbstaufopferung tun. Und wenn sie zu Hause pflegen, dann kennen sie bestimmt die Situation, vorübergehend Angehörige eben nicht zu Hause versorgen zu können. Dafür gibt es die Möglichkeit der Kurzpflege. Diese tritt dann ein, wenn eine pflegebedürftige Person für eine begrenzte Zeit einer vollstationären Pflege bedarf, zum Beispiel nach einem Krankenhausaufenthalt. Genau dafür brauchen unsere Pflegenden, Söhne und Töchter durch die Kurzzeitpflege eine Unterstützung. Doch die dafür vorgesehenen Kurzzeitplätze sind teilweise einfach nicht mehr verfügbar und sanken in den letzten Jahren um mehr als 30%, trotz steigender Nachfrage. Das Problem liegt wie so oft in der ausufernden Profitorientierung und Deckelung der Kosten auf niedrigstem Niveau. Die tägliche Erstattungspauschale für die Kurzzeitpflege liegt bei sage und schreibe 20,15 Euro und damit bei einem Stundensatz von 84 Cent pro 24 Stunden. Dies, meine Damen und Herren, ist ein Schlag ins Gesicht für die Menschen in unserem Land, die jeden Tag pflegen müssen. Die Erhöhung der Kurzzeitpflegesätze, wie Sie es, liebe Kollegen von der CDU, CSU, SPD wollen, ist der klassische Rohrkrepierer, der zum finanziellen Desaster für die Kommunen wird. Dabei wissen Sie doch ganz genau, dass ungefähr jede fünfte Kommune unter Kommunalaufsicht und Haushaltssicherungskonzept arbeitet. Eine weitere milliardenschwere Belastung ist durch die Kommunen nicht mehr zu stemmen. Nehmen Sie doch das Geld aus Ihren ideologischen Prestigeobjekten und geben Sie es den Menschen, die für einen Hungerlohn von 84 Cent wichtige gesellschaftliche Aufgaben meistern, meine Damen und Herren. Lösen Sie bitte dieses Problem. Und denken Sie bei Ihren Anträgen auch mal daran, an die Menschen, und das Weihnachten ist. Beim persönlichen Gespräch sagte eine Pflegekraft zu mir, die in der Kurzzeitpflege arbeitet: Die Menschen, die krank sind, sind Menschen zweiter Klasse. Das Personal wird überall ausgebeutet und ist verbrannt. Oft kommen 25 Pflegende auf einen Pfleger. Da könnte man ja fast meinen, dass der FDP-Antrag in diesem Zusammenhang einen glückverheißenden und weihnachtlichen Segen verspricht mit Lösung. Aber meine Damen und Herren, haben Sie mal darüber nachgedacht, dass eine Erhöhung der Kurzzeitpflegeplätze bei der aktuellen Pflegepersonalmangelsituation in unseren Krankenhäusern Kurzzeitpflegebetten praktisch absolut unmöglich machen? Wissen Sie, was da passiert? Wissen Sie, was da passiert? Ein weiterer Teil von Stationen müssen aufgrund der prekären Pflegesituation geschlossen und kranke Menschen abgewiesen werden. Nun möchte ich Ihnen als Arzt gern noch etwas für das neue Jahr mitgeben. Denken Sie bitte immer daran, was Gertrud von Lefort einmal gesagt hat. Ich zitiere mit Erlaubnis, Frau Präsidentin: Kein noch so genialer Arzt kann seine Patienten heilen, wenn die treue Pflegerin fehlt. Nach 74 Sitzungen im Gesundheitsausschuss, ich glaube, wir sind im Gesundheitsausschuss die Spitzenreiter der Workaholics im Bundestag, wünsche ich Ihnen allen, besonders den Mitgliedern im Gesundheitsausschuss, ein schönes Weihnachtsfest und sammeln Sie viel Kraft für eine qualitativ hochwertige und gute Debatte im Gesundheitsausschuss. Wir stimmen den Überweisungen zu. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Heike.